Und damit heiße ich euch wieder ganz herzlich willkommen zurück zur vierten Folge mittlerweile jetzt. Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal. Ich bin der Lanze und würde sagen, starten wir direkt rein. Natürlich nicht vergessen, kommentiert weiter fleißig eure Städtenamen, die ihr euch gerne wünscht, die hier mit umgesetzt werden sollen. Unten in die Kommentare rein, lasst ein Like und ein Abo da, würde mir extrem weiterhelfen. Und starten wir direkt. So, switchen wir zum Spiel um. Wir waren hier als letztes stehen geblieben an dem Güterbahnhof, um zu schauen, ob denn jetzt hier auch Lebensmittel ankommen. Bisher sind noch keine angekommen, dauert natürlich seine Zeit, sollte aber demnächst losgehen, weil hier steht, dass es schon verschickt wurde. Und unsere Top-Linie, die schießt einfach immer weiter nach oben mit 2,5 Millionen. Da sollten wir vielleicht dann auch schauen, dass wir unseren Kredit natürlich auch zurückzahlen und dass die Schulden so gering wie möglich hier gehalten werden, beziehungsweise dann auf Null runtergesetzt werden. Hier kann man jetzt natürlich auch schauen, wir hatten hier irgendwo genau. Da war ein Steinbruch in der Nähe. Was haben wir jetzt Schönes hier? Straßenbahn. Okay. Kann man nämlich von hier aus sagen, dass man jetzt hier eine neue Straße lang zieht nach da oder man macht es über Güterverkehr. Es wären jetzt zwei Optionen, die man dann später auswerten muss. Jetzt kann man natürlich auch noch schauen, Ziele, was jetzt hier, Tarnstein wird zum Beispiel ein Ziel in Weilheim in Oberbayern, Bergen und Anger. So, was sagen die hier, Bergen natürlich, Mindeheim, Mittwitz, hatte ich tatsächlich schon die Überlegung dorthin weiter zu ziehen. Tarnstein und Weilheim in Oberbayern. Tarnstein ist natürlich jetzt hier drüben. Da bräuchte man vom Mindeheim aus eine Strecke dort rüber wahrscheinlich. Kann natürlich jetzt auch schauen, welche die größere Stadt von hier ist. Weilheim, Bergen ist es. Man könnte es theoretisch dann aber auch vom Bergen aus führen. Muss man halt schauen, von welcher Position aus es günstiger ist. Und ich schalte nochmal schnell Musik ein, weil ich gerade merke, die Musik ist aus. Alter, was ist denn das jetzt? Was ist das jetzt? Warum höre ich mich jetzt so warm? Gut, geht's jetzt hier weiter. Kleiner Fehl hier am Rande. Gut. Also. Wobei die kürzere Strecke tatsächlich von Bergen ausgehen würde. Ich würde einfach mal bauen und zwar von hier aus.
Das passiert natürlich jetzt auch mit diesem Mod manchmal, dass der nicht so funktioniert, wie er soll. Mal wieder nach unten. So, schauen wir mal, wo wir hier in Tarnstein am besten einen Bahnhof platzieren könnten. Wäre tatsächlich dort eigentlich sogar. So, machen wir die Gleise. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen hier so einmal mit Zyklen das Ganze hier. Gut, das passt. Kann man die Linie auch schon mal erstellen. Zug. Zwei von Bergen nach Tarnstein. Und man natürlich jetzt das Geld, da warten wir einfach, bis wir das jetzt drin haben. Währenddessen können wir uns hier um die Buslinie hier in Tarnstein drin kümmern. Kann man tatsächlich dran denken, einen kleinen Busbahnhof hier aufzusetzen. So, und dementsprechend noch die Bushaltestellen. Tarnstein Bus 1. Machen wir noch das Busdepot. Das setzen wir einfach hier hin. Fahrzeuge kaufen, Passagier. Wir nehmen wieder die hier drei Stück. Auf die Linie Tarnsteinbus 1. So, wie sieht es derzeit aus? Die macht immer noch 2 Millionen Gewinn. Mir macht jetzt der Güterzug gerade kleine Sorgen, aber der muss sich erstmal einpendeln, das ist ganz klar. Aber der kriegt hier tatsächlich die Lebensmittel. Wenn auch gerade im Moment eigentlich relativ wenig, wo wir vielleicht schauen sollten, dass wir da mehr Fahrzeuge raufkriegen.
Und nochmal 4 dazu. Dann kriegen wir nämlich mehr Getreide ran. Wir können so mehr Lebensmittel produzieren. So ist jetzt auf jeden Fall dann der Plan. Ob das am Ende dann auch so funktioniert, ist natürlich wieder die andere Frage. So, jetzt kann man hier nämlich auch mal mit reinschauen. Ankunft um 2, Abfahrt 3. Dort sieht man tatsächlich auch gerade die Züge, wo die sich aufhalten. Das ist natürlich auch genial. Damit müsste ich mich mal vielleicht offscreen auf einer anderen Map mal auseinandersetzen, mir das genau anschauen und dann kann man nämlich auch hier mal schauen, dass man hier vielleicht auch so im Fahrplan aufeinander abstimmen kann. Später, wenn das Ganze natürlich etwas größer wird. Sollte man da vielleicht dann auch mit drauf schauen. So. Jetzt brechen die Fahrgastzahlen gerade wieder ein. Trotzdem macht er immer noch sehr gut Gewinn. Das schaue ich mir jetzt einfach weiter mal mit an. Jetzt nehme ich mir doch nochmal einen auf. Sonst nehmen wir wieder den hier. Und setzen den mal mit da auf. Ich wollte gerade schon sagen, dass er auf dem falschen Gleis fährt. So, machen wir einfach mal eine kleine Mitfahrt, schauen uns das Ganze mal an hier.
Hier fehlt dann noch das Ausfahrtsignal, sehe ich gerade. Bruder, Fuchs ist da übergelaufen. Gut, die zwei Signale dort, das muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen, wie das sich jetzt entwickelt. Dass man vielleicht doch zumindest die LKW-Linie zwischen den beiden hier bestimmen lässt. Und dann von dort bis nach dort. Weil der Zug, der nimmt dann halt schon ein bisschen mehr mit. Und jetzt auch nur ein Gleis. Fronten. Wobei, da könnte man theoretisch den Zug dort auch einmal hinterschicken. Wollte jetzt keine extra Linie für. So, und dann die hier. Und einmal wieder nur bis dorthin. Dann braucht der natürlich jetzt die entsprechenden Anhänger dazu. Oh. Cargo. Offenen Güterwagen tatsächlich den.
Okay, alles klar. Brauche jetzt nämlich nur einmal durchfahren, hält dort, entlädt und lädt wieder. Ich glaube, das ist ein bisschen klüger tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Die Lok, die packt es, glaube ich, nicht ganz. Ah, da warten wir. Sechs Millionen liegt ganz gut drin. Müssen wir die beiden hier schauen, aber sobald die Linie läuft, dann läuft die Linie auch. Dann schreiben alle blaue Zahlen. Gar nichts mehr drin. Warum lädst du jetzt eigentlich dann nicht alles ab? Steigt dann auch gerade wieder. Gut,
So, aber damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Und damit haut's rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Transport Fever 2 oder Train Simulator 2. Mal schauen. Auf jeden Fall. Nice, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bis dahin. Tschüss und ciao.